Jetzt nehmen wir nochmal die dunkle Farbe, die wir übrig haben, die hier, und machen den nochmal ran, aber dieses Mal gehen wir nicht zu tief rein, der Rand soll möglichst wenig nach innen kommen. Diese Malerei lebt von hell und dunkel. Wenn hell und dunkel da ist, erst da entsteht die Räumlichkeit, die wir hier erreichen wollen. Das verteilen wir erstmal jetzt im ganzen Bild. Jetzt wird geduft. Nicht so weit rein, bis hier, dass wir möglichst feinen Übergang haben. Hier ist noch zu wenig dunkel, tupfen wir erstmal hier unten. So, damit kommen wir jetzt etwas rein, aber nicht zu weit rein. Also wir tupfen rein und wieder raus, rein und wieder raus.